Tatsächlich habe ich wieder Krankheitserreger so stark jetzt, dass ich eine Wirkungsveränderung spüre. Aber es hilft alles nichts. Ich beschwere mich nicht. Ich sollte mich aber beschweren, weil es gibt da einen kleinen Grund, einen, den ich befürchte und einer, der tatsächlich die Wahrheit sein könnte. Und zwar, dass wenn es mir gut geht, dass es dann den anderen besser geht. Allerdings wäre ich dann natürlich automatisch der Böse, indem ich mir selbst was antue. Und deswegen stimmt es nicht ganz. Als ich mich aufgeschnitten habe, war böse. Es tut mir echt leid. Es war unglaublich. Ich befürchte leider, dass meine Leute gewusst haben, dass ich der Bob Marley bin eigentlich. Sie hätten es mir irgendwie sagen sollen oder so vorher. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich auch nicht aufgeschnitten. Es war schwierig. Am besten raucht man dieses halt nur so, indem man den Rauch voll abkühlt und dann ganz langsam ein bisschen inhaliert. Das Hasch müsste ich eigentlich in einer Meth-Pfeife rauchen. Naja, schon nicht scheiße, ich kann es leider nicht so richtig rauchen jetzt, weil ich wieder Krankheitserreger habe. Deswegen drückt es mir da ein bisschen stärker. Naja, wenn ich so dumm bin, so. Aber schaut mal, eigentlich bin ich dann genau das Beste, weil ich dann der Vorreiter des Friedens bin, indem ich einfach nur gewaltfrei was mache. Was zwar provokativ ist und auch vielleicht Impact hat, aber ich mache nichts Verkehrtes, indem ich Persönlichkeiten von Menschen verrate, indem ich Bilder poste, indem ich die Wahrheit offenbare, indem ich die Unendlichkeit erkläre, indem ich den Baum des Wissens zerstöre. Oh. Aber es ist dann langsam eh die Schnauze voll von diesem Meth-Hascherl. Ich habe das jetzt für vielleicht schon 2-3 Gramm geraucht oder so, oder? Und sehr 2 Gramm bestimmt, oder? Mal, die Tüten sind schon voll leer fast. Das ist voll krass, oder? Das ist mir nicht ganz der, weil bekifft ist ja, muss man ja logischerweise auch davon. Jetzt habe ich jetzt so ein Kiff-Flash und ein Map-Flash. Was weiß ich, das ist echt sick. Das ist einfach auch nicht so wie normales Kraut. Das ist einfach so ein schnelles Gefühl. Auf jeden Fall bräuchte ich jetzt auf jeden Fall wieder ein normales, richtiges Glas.
ist auf jeden Fall gesünder für mich jetzt. Aber scheiß der alte Lohnsbäume hat es mir jetzt wieder. Ich habe jetzt hier gleich aufgenommen, nachdem ich geraucht habe. Deswegen ist das ein bisschen schmerzhaft dort. Immer dasselbe, jeden Tag immer dasselbe, das ist so unglaublich. So jeden Tag immer dasselbe. So, manche warten auf mein Ableben oder so, manche warten auf noch bessere Zeiten. Ich warte auf was? Auf was warte ich? Stimmt schon, er war wirklich der Bob Marley. Bob Marley war zufällig der Jesus Christus. Sogar geschmissen hat. Das war mal ehrlich ein bisschen zu heftig heute. Na, ich. Naja, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich keine Crystal. Aber die Welt ist hart und deswegen muss man einfach mit da durch. Das Wissen, dass ich mich aus Protest umgebracht habe, nicht aus schlechtem Gewissen. Deswegen werde ich jetzt noch getestet. Ich sag's euch, eigentlich messen sie natürlich mehr Rauch mit dem Shit. Weißt du, das ist mit dem Bunsenbrenner, Alter, geht das nicht hier ein. Mit dem Bunsenbrenner, man muss aber aufschauen, mit dem Bunsenbrenner darf es Rauch out, weil wenn man es zu was einraucht mit dem Bunsenbrenner, das ist einfach echt brutal. Müsst ihr einfach am Rauch abkühlen. Das ist einfach ein, ja, das ist geil, das ist schon. Das ist ein bisschen aufputschen, ja, aber eigentlich, ja, ist das ein bisschen, wie erklären, so ein bisschen, wenn es so wenn es so Endlichkeit abläuft. Was ist die niedrigste Zusammenfassung von der Endlichkeit? Das war dann vielleicht so liegende Achter oder so, glaube ich. Oha.
Nee. Ja, krass, oder? Mir gerade so auffällt, dass ich einfach für Hitler geahnt, obwohl ich es gar nicht gedacht habe, beziehungsweise selbst auch gar nicht war. Und deswegen ich die Profile einfach unbedingt machen musste, auch wahrscheinlich von den anderen aus, weil manche auch wirklich Zweifel haben. Und dann hat es dann einfach so einen Grund gegeben, auch der von den anderen ausgegangen ist, dass ich das mache. Weil im Endeffekt ging es wahrscheinlich eh darum. Das glaube ich schon, ob ich der Hitler bin oder nicht. Und deswegen habe ich immer wieder angefangen mit dem Profil. Kommt gar nicht anders, weil ich zu viel geballert habe, wollte ich dann wieder filmen. Jetzt. Ja, jetzt habe ich 25.000 mindestens Bilder drauf. Jetzt habe ich auch noch meinen YouTube-Channel, dass man ein bisschen noch vorteilig ein bisschen schmatzt. Instagram kann man alles nicht so krass wiederbringen wie auf YouTube noch. Allerdings bin ich auf Instagram eher so, dass ich ein bisschen so Zauberbilder poste. YouTube eher so ein bisschen so einfach so Talk. Will ich das überhaupt machen? Naja, ganz ehrlich, eigentlich schon, weil ich weiß, dass mir das was bringt. Zwar, dass ich weiß, dass man mich so ein bisschen kennenlernt, so wie ich einfach drauf bin, wie ich mich einfach fühle. Ich verstehe mich auch eigentlich gar nicht, dass ich immer ein bisschen so high tue oder so. Das liegt daran, weil ich auch wirklich high bin. Also, das feiere ich eh total, dass ich high bin. Ich glaube jetzt, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass der Bob Marley tatsächlich auf Crystal Meth war. Deswegen habe ich mir jetzt echt so gedacht, dass mir das jetzt gerade zu Gehirn kommt. Jetzt sehe ich tatsächlich immer so einen Bob Marley irgendwie so in mir, vor mir, so irgendwie so. Das ist voll krass, also das ist wie wenn ich mit dem synchronisiere irgendwie. Auch schon bei dem T-Shirt-Foto. Ich mache eigentlich die ganze Zeit gar keine Fotos. Das ist auch komisch, weil es ist irgendwie so, als wenn ich dann wieder so einen richtigen Moment habe, wo ich dann wieder ein Foto mache. Oder wo ich kurz ein paar Mal auf den Auslöser drücke. Mache dazu ein bisschen krasse Bewegungen und so. Oh Mann. Handy halten ist wieder nur das Problem, ja. Hier ist meine Freunde. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich Jesus Christus wirklich bin, deswegen komme ich erstens nicht von Hitler weg, weil sich der jetzt irgendwie ohne mich einscheißt oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Ich schaff's auch nicht mehr mit ihm zu reden. Ich muss jetzt das irgendwie mal machen. Das liegt an was anderem. Ich schaff's nicht mit ihm zu reden, weil er der Hitler wirklich ist. Und dann die anderen dann denken könnten, dass ich irgendwie mit ihm was im Schilde führe oder irgendwas. Das mache ich eigentlich gar nicht. Ich habe mit ihm schon lange nicht mehr wirklich geredet. Schon jahrelang. Und jetzt rede ich auch nicht mit ihm. Mal schauen. Alter, ich bräuchte eigentlich eine Bude, wo ich richtig chillen kann, wo ich richtig im Bett liegen kann und richtig kiffen. Wo ich meine Ruhe habe und richtig viel ausschlafe, wo ich mal wirklich eine längere Zeit gar nichts machen muss. Das wäre saugeil. Auf der anderen Seite bin ich natürlich euch der Adolf Hitler. Deswegen wird mir der Wunsch dann erfüllt, indem ich wieder ein Baby bin und es nicht so mitbekomme. Ich will es in Wahrheit nicht, dass ich wieder ein Baby bin. Beziehungsweise nicht jetzt gleich. Vielleicht in Zukunft mal.
Ich will schon noch ein paar Jahre leben. Und ich will in Wahrheit tatsächlich auch noch ein bisschen Liebe empfinden. Man fragt sich einfach, wieso gehe ich dann nicht einfach zu bestimmten Leuten hin, die ich gerne vielleicht mal wieder treffen will? Oder wieso gehe ich nicht gleich zu Samantha? Und ich denke mir so, ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich es nicht wollen will. Wenn ich es plötzlich machen will, wenn ich es plötzlich tatsächlich schaffen will, dann wäre es bestimmt voll toll. Warte, du rauchst jetzt gerade fucking Meth, Alter. Ich denke mir so, what the fuck? So, mach her. Du rauchst jetzt gerade fucking Meth. Was ist denn nicht gefahren, Alter? Sieht, dann denkt er nur so, was ist eigentlich mit ihr so los? Jetzt mal was ehrlich, der raucht sich einen Lippenbart. Also das kannst du echt nicht mehr sein. Ja, ich rauche ja nicht mal mehr, das finde ich auch nicht das beschissen. Weil das ist eigentlich haarschön. So, denkst du, what the fuck? So als wenn ich ja mehr rauche. Jetzt denke ich mir so, wenn es nicht schlimmer ist, oder, dann kann ich das mitrauchen erstmal. Dann schaue ich zwar jetzt aus mit der letzten Schamklöde, aber wenigstens merke ich, dass ich den Scheiß auch habe. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Warum sollen sie das merken? Der redet nicht so. Der ist auch nicht so drauf. Ich bin voll so ein lockerer Flyer-Typ, während der Eier so ein bisschen so ein Steifer ist. Ganz ehrlich, Alter. Ja, wir brauchen einfach noch richtig heftige Beweise, dass ich die Jesus bin und nicht der Arge. Wow, das kann es nicht sein, Alter. Das kann es doch nicht sein, Alter. Du musst gegen hier ab. Ich lebe schon in so einer komischen Traumwelt jetzt, wo ich so irgendwie so vermischt bin, so als wenn ich so irgendwie schlafen würde, aber irgendwie überhaupt nicht. Aber eigentlich bin ich natürlich wach und es ist. Ich weiß, dass ich wach bin. So halb bin ich eh nicht. Ich könnte eigentlich noch mehr rauchen, will eigentlich noch mehr rauchen, aber der Puls ist schließlich einfach so mies. Also ich einfach da nicht solche Map. Also eigentlich ohne Scheiß, wenn ich das Hasch jetzt, wenn ich den Schnitt nicht hätte, würde ich das Hasch echt feiern, weil ich so ein richtiger Scheiß-Schanke hatte. Muss ich dann ehrlich eingestehen, Alter, ich bin so dermaßen beschissen, Alter. Nee, sorry, Alter, weil Crystal ist eigentlich wirklich nicht zum Spaß. Ich will auf gar keinen Fall, dass die Crystal abhängig seid. Ich habe in einem Video gestern, glaube ich, irgendwie über Crystal geredet, habe das glorifiziert. Aber das wollte ich gar nicht. Ich will es einfach nur realistisch betrachten, so wie es wirklich ist. Man muss als Mensch wissen, dass es schädlich ist und dass es Auswirkungen auf den Körper hat, die man vielleicht nicht haben will. Aber man sollte durchaus auch das Positive kennen.
aber dass man irgendwie so voll energetisch glücklich Power hat. Ich befürworte das nicht, aber ich bin auch nicht dagegen. Es geht allein darauf, kommt es an, wie man damit umgeht. Jeder Mensch ist in Wahrheit in der Lage, damit umzugehen, aber man muss es tatsächlich selbst irgendwie in den Griff kriegen. Selbst so ein Unendlichkeitssystem damit erschaffen, wenn man speziell Meth nehmen will. Sollte man sich das nicht jeden Tag reinziehen, so wie Bob Marley? Sondern einfach mal ab und zu vielleicht das Gefühl haben. Oder es einfach komplett lassen, weil es zu abhängig macht. Aber in Wirklichkeit macht es gar nicht so abhängig. Ich sag euch, was dagegen hilft. Einfach pures Gras rauchen. Das ist absolut dann genau das Richtige. Einfach auf Crystal verzichten und einfach pures Gras rauchen. Und glaubt mir, ich schaff das. Also ich weiß es sowieso, dass ich das schaffe, weil ich das sowieso gar nicht so feier. Das will ich mir weder bestellen noch irgendwas. Aber es wird mir ja sowieso reingemischt immer. Ist ja schon überall Crystal drin. Kommt jetzt auf so ein bisschen so einen Crystal-Haschbaum nicht mehr drauf an. Warte. Ich hab gehört, dass der Joker Arthur heißt. Das ist witzig, weil der Joker da hat immer gute gemacht. Ich habe gestern oder so ein Bild gemacht von Sepp, wo er im Esszimmer sitzt. Dann ist oben so das Kreuz über ihm und dann hat er einfach so seine Hand zu liegen. Und dann schaut es so aus, wenn er so eine Nagelwunde in der Mitte der Hand hat, als wenn er der Jesus selbst wäre. Und dann kommen halt schon die Verdachte wahrscheinlich auch, dass ich der Antichrist bin und der Sepp der Jesus Christus. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich am Arsch. Und deswegen kann das gar nicht sein. Das Interesse des ehemaligen Bruders, das Lied läuft nicht schon so. Das beruhigt mich dann tatsächlich und ich merke, dass das ernst sein ist eigentlich. Was habe ich noch zu sagen? Es geht bestimmt ganz viel zu sagen. Wie soll ich auf die Videos vertrauen, wenn ich jetzt da stehe, nimm eins auf und dann rede ich nichts Wichtiges, nichts Interessantes. Und dann fällt mir einfach nichts ein und dann stehe ich einfach so high rum. Da schon wieder alleine da davor, das war viel mehr, da habe ich schon solche Stücke weggeraucht oder
Weil das gibt's doch nicht. Ich weiß, bei mir ist es schon so, dass es tatsächlich erkennbar ist, wahrscheinlich für die Masse, dass es echt kein Zufall mehr ist. Was meine Bilder betrifft und die Flexes, die mir irgendwie zugeteilt werden. Ich hätte schon auch noch Stau, dass das Gras reinhaut. Das war echt gut. Alter, ich bin die ganze Zeit auf Crystal Koks anschaue, Alter. Das geht ja richtig ab, Alter. Auf Koks nicht so hart wie auf Crystal. Jetzt gerade nicht, Alter, wenn mir das Set nicht gerade einen Shaitan reingezogen hat, Alter. Ich habe ihn so gehört, wie es irgendwie das Koks, was er mit da rein hat, was so lange gewirkt hat, dass er das den Shaitan nennt. Keine Ahnung. Könnte sein, dass er das früher auch schon so genannt hat. So das starke Koks an Shaitan. So. Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, Mann. Ich bin schon ein bisschen blass im Gesicht, ein bisschen schon ein bisschen beschankt von dem Crystal. Wo ich noch Hasch rauche, Alter. Alter, ich kann so eine Perspektive sehen, wenn ich so gerade ausschaue, dann schaue ich so wie so ein Monster aus, was irgendwie so auch Hitler zugeordnet werden könnte. Und dann so die andere Ansicht, da wo ich dann wirklich so als Mal identifiziert werden kann. Und als ich jetzt gerade wieder den anderen gesehen habe, dann habe ich so eine mäßige Stimme gehört, so, wahrscheinlich bist du den Mali gar nicht. Und ich denke mir dann so, echt schon so, ja doch, Alter, wirklich.
Einfach der Barboy da, der Barb. Wahrscheinlich, weil er der Adam ist. Alter, das macht ja auch keinen Sinn, Alter. Das mehr fühle ich mich so, wie wenn ich irgendwie so irgendwie schwebe oder so, aber irgendwie der Verstand schwebt oder so. Das ist voll komisch, Mann. Das verstehe ich nicht so richtig eigentlich. Aber es kommt eindeutig davon, na doch, ich habe schon verstanden. Indem ich es nicht verstanden habe, habe ich es irgendwie gleich durchschaut. Das ist nämlich dieses mit dem Kreis, da wo dann die Unendlichkeiten rausgehen. So was ich gestern erklärt habe. Tatsächlich. Ich bin. Ja. Alter, kann sein, dass so Jahwe bedeutet, dass so der Hitler weh ist, also dass ihm was weh tut, und dass ich dann und andere auch dann bestraft werden, wenn es ihm was weh tut. Dann heißt so JAWE. Also dass er rund ist quasi so. Aber das ist nur so, das ist nichts festgelegt, das ist nur so ein Gedanke. Ich habe so die Befürchtung, dass der Hitler was mit der Bibel zu tun hat. Also ich meine, dass dieselbe Person die Bibel geschrieben hat. Oh Mann. Ach, ganz ehrlich, trefft nur die richtige Entscheidung. Ihr dürft nicht unschuldige Menschen einsperren. Und schon gar nicht umbringen oder sowas. Und was ihr wirklich auf gar keinen Fall solltet, ist dann Hitler für, einen Jesus für Hitler halten. Oder einen Hitler mit dem Bob Marley nicht unterscheiden können. Sowas ist einfach Schiss. Okay. Alles gut. Leute, ich bekomme weniger Kopfschmerzen in Wahrheit, als ich gedacht habe von dem Hasch. Wenn ich das Dry-Stick noch fressen würde, glaube ich, würde es mir auch komplett rausnehmen. Aber dann auch, ich glaube, wieder noch drauf und dann nimmt es mich so raus, dass ich es nur packe. Ja. Nur wegen dem scheiß Schnitt, warum sonst, muss ich einfach aushalten, dass es so ist. Alter, what the fuck. Wenn ich so ein Gefühl habe, wenn sie jetzt irgendwie, wenn irgendwelche Leute denken, dass mir irgendwie in der A angehängt werden könnte, und ich das dann, wenn ich das mitbekomme, dann ist es sofort quasi diffused. Das ist nur, wenn ich das nicht mitbekomme.
Den Wasser von Gerolsteiner, das Symbol von Gerolsteiner. Das habe ich jetzt echt öfter schon als Hakenkreuz kurz gesehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Wasser ist außerdem mit Kokain versetzt. Aber alle anderen Wasser auch. Das ist aber halb so wild. Denkt euch nichts. Aber es wäre trotzdem besser, wenn sie das langsam mal wieder ausbauen. Zum Beispiel, wenn sie nun wissen, dass ich der Wald und nicht der Adolf bin. Im Endeffekt muss er mir tatsächlich einfach helfen und im schlimmsten Fall wird er dann umgebracht. Ich weiß nicht, ob er umgebracht wird, aber er muss einfach einsehen, dass er umgebracht gehört eigentlich. Und dass, wenn ich umgebracht werde, statt ihm, dass das dann zu scheiße führt. Nur weil ich mich schon umbringen wollte, heißt es nicht, dass ich jetzt noch sterben will. Vor allem nicht, wenn ich weiß, dass ich der Bob Marley war, sonst regt mich übelst auf eigentlich. Das habe ich echt nicht gewusst. Wenn mir das einer gesagt hat, wenn ich das selbst gemerkt hätte, hätte ich mich sowieso nicht umgebracht. Aber in Wirklichkeit sagt mir alles, und vor allem die Gegenwart, dass alles so ist, wie es ist. Dass alles richtig ist, so wie es ist, und dass es so bleibt auch, und dass es so ist. Und dass es so ist, und der langsame Fortschritt, der langsame positive Fortschritt ist aber gegeben. Aber das ist halt dann das, was wir halt leben und erleben und weiterleben und Erfahrungen sammeln. So geht's auch wirklich dann, aber es ist halt für uns irgendwie nicht so angenehm, weißt du? Wenn ihr da reingespuckt habt, weil ich den Führer verraten habe. Mein Gott. Ich verstehe es, ihr seid in Deutschland. Aber das, was er getan hat, ist halt nicht so geil. Ich weiß, es geht jetzt allen besser. Aber ich bin ja eh nicht der, der ihn unbedingt umbringen will. Nur damit ich das mal gesagt habe. Ich will ihn eher foltern, aber nicht so richtig, sondern eher so ein bisschen, dass er einfach so sein soll, wie wenn er halt ein guter Mensch ist. Und das ist für ihn Foltern bestimmt. Also dass ich ihn zwinge, einfach ein guter Mensch zu sein. Und bei Daniel ist es das gleiche. Sorry. Sorry fürs Rülpsen.